Seien Sie alle ganz herzlich willkommen zu unserer sonntäglichen Eucharistiefeier. Sie hier in der Kirche und Sie zu Hause an den Bildschirmen. Wir feiern den dritten Sonntag in der Osterzeit und auf Einladung unseres Bundespräsidenten heute auch einen nationalen Gedenktag für die Verstorbenen der Corona-Pandemie. Schon im Januar hatte der Bundespräsident dazu eingeladen, eine Kerze ins Fenster zu stellen für die Opfer der Pandemie. Seien sie gestorben, seien sie in den Krankenhäusern und kämpfen dort um ihr Überleben, seien es die Angehörigen, die oft von ihren Lieben getrennt sind. Seien es die Ärzte und die Pflegenden, die an die Grenzen ihrer Kraft kommen. An sie alle wollen wir heute denken, besonders aber an die Verstorbenen. Und zu Beginn dieses Gottesdienstes möchte ich 4 Kerzen anzünden. Für die Verstorbenen in Aachen stand Freitag 518. Für die Verstorbenen der Corona-Pandemie in Nordrhein-Westfalen stand gestern 14.854. Für die Verstorbenen in Deutschland 79.674. Und für die Verstorbenen weltweit 2.999.580. Nun könnte man sagen, es gibt viele Tote in den Kriegen, der Verfolgung, der Hungersnöte. Sicherlich. Aber heute wollen wir besonders an diese Verstorbenen denken und die kleinen Lichter, die neben den großen Kerzen brennen, erinnern uns an die vielen, die vom Tod ihrer Lieben betroffen sind, die den Tod miterleben mussten, hilflos. Bitten wir für sie alle, tragen wir sie vor Gott.